Ja, ich mache zum ersten Mal ein Experiment. Ich filme mich, also nicht euch. Also ich habe einen Blog und da kommen so gut 100 Leute am Tag darauf. Also nicht nur wegen meiner Predigt und vieles anderes, was darauf ist, aus der Vergangenheit. Und ich würde gerne statt nur Audio haben, auch mal ein bisschen Bild darauf haben. Nun, mir wurde gesagt, ich sollte heute langsam und deutlich sprechen. Also, das ist wichtig. Ich komme immer wieder nach Fahle hin, in unserem Altenheim. Und dort versuche ich dann in Fahle-Modus zu klicken. Das heißt, deutlich und langsam zu sprechen. Und übrigens, diese Geschwister dort in Fahle beten jetzt verstärkt für euch hier in Lauenburg. Ich war Mittwoch dann dort im Hauskreis und ich habe gesagt, ich fahre heute hin. Und die wollten auch gerne dann weiter verstärkt für euch beten. Und die haben echt eine gute Gabe des Gebets. Wir sind mitten beim Thema Gaben. Gaben des Heiligen Geistes, das ist unser Thema für heute. Und ich füge hinzu diesen sorgsamen Umgang mit den Gaben im Gottesdienst, in den Hauskreisen, wie auch privat bei mir zu Hause. Nun, in unserer Gemeinde gibt es sehr viele verschiedene geistliche Gaben. Und ich habe einfach ein paar aufgezählt, die wir normalerweise als geistliche Gaben in unserer Gemeinde so sehen. Zuerst haben wir Prophetie oder Weissagung. Ich komme nochmal darauf zurück. Wir haben diese Gabe von Zungenrede. Darauf komme ich auch verstärkt zurück. Dann haben wir die Auslegung von Zungenrede. Auch da möchte ich in meiner Predigt ein bisschen darauf zurückkehren, wie auch Krankenheilung. Das sind sozusagen einige von diesen charismatischen oder auch sichtbaren Gaben des Heiligen Geistes. Wo ich weniger heute darüber sprechen möchte, sind die Wundertaten oder Weisheit, Erkenntnis, Geisterunterscheidung, Lehre, Predigt, Gemeinde oder Leitung, Hirtendienst, man nennt es heute Seelsorge, man hat auch Evangelisation. Und interessanterweise, man findet kein einziges Beispiel dafür in der Bibel, dennoch bin ich fest davon überzeugt, dass das eine Gabe ist, nämlich des Gebets. Gebet wird nirgendwo im Zusammenhang mit einer Gabe erwähnt im Neuen Testament, aber dennoch finde ich, dass das eine sehr wichtige Sache ist. Gut, ich möchte mich heute Morgen begrenzen auf diesen hauptsächlichen vier Themen: Prophetie, Zungenrede, man könnte auch sagen Zungengesang, Auslegung der Zungenreden und auch ganz zum Schluss nochmal komme ich zurück auf diesen Begriff Krankenheilung. Was für eine Bedeutung haben diese Gaben für uns im Gottesdienst, im Hauskreis und dann ganz privat? Aus Grundlagen möchte ich heute Morgen mit uns 1. Korinther 14 anschauen. Ich glaube, dieser Kapitel ist sehr häufig nicht richtig verstanden. Man liest 1. Korinther 12, oh toll, ein Leib, viele Gaben, 1. Korinther 13, Liebe, sehr schön, und dann 1. Korinther 14, ich verstehe es nicht weiter. Zumindest denke ich, dass es so häufig so gewesen ist in meinem Umfeld. Und ich möchte noch einmal nur Vers 1 vorlesen. 1. Korinther 14, Vers 1, da steht: Die Liebe soll euer höchstes Ziel sein. Strebt nach den Gaben, die der Geist Gottes gibt, vor allem danach, im Gottes Auftrag prophetisch zu reden. 1. Korinther 12, Gaben, 1. Korinther 14, Gaben und dazwischen Liebe. Gaben zu benutzen, damit umzugehen, ohne Liebe verursacht Schiffbruch, verursacht Schmerzen, Verletzungen, verursacht häufig Stolz und Eitelkeit. Die Liebe muss uns bei allem, was wir hier heute miteinander reden, als Maßstab dienen, als Grundlage.
Da kommt die Frage auf, streben wir nach etwas? Wonach streben wir? Streben wir danach die nächste Beförderung? Streben wir danach endlich genug Geld für das Haus zu haben? Streben wir danach unserer Familie irgendwas zu ermöglichen? Oder haben wir auch geistliche Ziele? Haben wir Wünsche? Hegen wir, pflegen wir etwas, wo wir sagen, Gott, das würde ich so gerne haben? Meine Frau momentan erlebt das, dass sie aus einer sehr traditionellen baptistischen Gemeinde kommt. Baptisten, Geistesgabe, naja, nicht immer. Und bei ihr war das bisher noch nicht. Und sie fragt Gott schon seit gut 2 Jahren, Herr, ich würde gerne diese Gabe des Zungenredens haben. Und ab und zu schleppt sie mich irgendwo hin, nach Hamburg meistens, in charismatische Gemeinde, und dann erwartet sie, dass Gott irgendwas in diese Richtung was tut. Oder irgendwo, wo sie hört, dass da ein Lobpreisabend ist oder etwas wie das. Kennt ihr das? Bei mir war das ungefähr 1990, da wo ich in diese Bewegung sozusagen reingeraten bin. Und interessanterweise bei meiner Frau immer wieder kommt dabei heraus, da Leute prophezeien über diese junge Dame, gut 39, dennoch für mich jung, und da kommt ständig, Gott möchte dir die Gabe der Prophetie geben, öffne dich dafür. Öffne dich dafür und erlebe, wie Gott dich in diesem Bereich mehr und mehr gebraucht. Und interessanterweise nicht nur einmal, nicht nur zweimal, nicht nur dreimal, sondern 4-mal, jetzt ist das passiert, dass immer wieder sie möchte Gott, Herr, ich will Zungen reden. Und sie sagen, ja, gerne, aber naja, erstmal Prophetie. Und sie sagt, das verstehe ich nicht. Und da sind wir, da ist sie auch dabei, sehr stark sich damit zu beschäftigen, was heißt das denn für mich? Ein bisschen, wie es in Vers 1 hier steht. Ja, strebe nach den Gaben, die der Geist Gottes gibt, vor allem danach in Gottes Auftrag prophetisch zu reden. Denn, Vers 2, wenn nämlich jemand in unbekannten Sprachen redet, dann spricht er nicht zu Menschen, denn niemand versteht ihn. Er spricht zu Gott, und was er durch Gottes Geist redet, das ist ein Geheimnis. Jetzt möchte ich ein bisschen unterteilen. Nochmal unterteilen zwischen was für uns gut ist im Gottesdienst, was für gut ich finde im Hauskreis und was gut für uns ist zu Hause bei uns in unserer stillen Kämmerlein. Ich finde, das was hier Paulus sagt, diese Gabe des Zungenreden zum Selbstauferbauen, ist das, was wir sehr gerne zu Hause praktizieren sollen. Dürfen und ja, manchmal möchte ich sagen, müssen, wenn Gott uns das gegeben hat. Die Frage ist, wie ist das im Hauskreis? Was bringt es, wenn 15 verschiedene Leute oder 4 verschiedene Leute und 4 verschiedene unbekannte Sprachen miteinander Gott sozusagen anbeten? Vielleicht bringt es uns selbst was in dem Moment. Vielleicht hilft das uns, wirklich da manche Hemmungen abzulegen, damit umzugehen auf eine natürliche Art und Weise. Wir waren auf ein paar Freizeiten zusammen, meine Frau und ich, und da hat sie immer wieder Leute gefragt, wie ist das, wenn du in Zungen redest? Die sagen, ja, wir können auch zusammen beten, dann kannst du mal so hören. Und war sie ganz neugierig und fand es sehr auch zuerst ein bisschen fremd, aber mit der Zeit mehr und mehr auch interessant bis hin zu normal. Für sich so zu beten, zur Ehre Gottes. Vers 3, wer aber eine prophetische Botschaft von Gott empfängt, kann sie an andere Menschen weitergeben, er hilft ihnen, er tröstet und ermutigt. Nachher in den Text kommt diese Stelle, aber ich greife ein bisschen vor. Stell mal vor, wir würden alle jetzt in Zungen beten und da kommt jemand herein. Oh, guck mal, die Tür geht auf. Und in dem Moment macht diese Person, was ist hier los? Was ist hier los? Stell mal vor, diese Person würde gar nicht Jesus kennen, kommt hier rein und findet uns hier vor, wo wir alle in Zungen sozusagen laut beten und oder auch singen. Diese Person würde vielleicht auch zu Recht denken, die hatten sie nicht alle.
Was ist das? Wozu? Weshalb? Nun stell mal vor, diese Person kommt herein und statt in Zungen laut zu sprechen oder zu beten, es gibt ein paar Leute, die prophetisch begabt sind. Und etwas wird gesagt. Etwas wird gesagt, um uns einander zu helfen. Etwas wird gesagt, um einander zu trösten. Und etwas wird gesagt, um vielleicht einander zu ermutigen. Da sagt der Mensch, das finde ich interessant. Das sehen wir natürlich auch in der Apostelgeschichte. Simon, der Magier, hat gesehen, wie Petrus und Paulus die Hände aufgelegt haben und die Leute haben den Gaben des Heiligen Geistes empfangen. Und da war natürlich ein bisschen das Problem, dass Simon dieses Gabe auch kaufen wollte. Und das geht gar nicht. Aber die Menschen, die reinkommen und etwas hören und verstehen, natürlich bewirkt das etwas. Und deshalb bin ich, und jetzt könnt ihr mich steinigen, wenn ihr wollt oder nicht, kein großer Freund davon, im Gottesdienst, wo Gäste kommen können, da öffentlich mit Zungengesang und auch oder Zungensprache laut das Raum zu geben. Nun, wenn es ein Lobpreisgottesdienst, wo man unter sich ist, gerne. Aber da, wo dieser öffentliche Charakter da ist, wo Gäste kommen können und auch kommen, da bin ich äußerst vorsichtig, das wirklich zu fördern und zu wollen. Allerdings, ich bin ein großer Freund davon, da wo Prophetie herrscht und wo Prophetie benutzt wird, aber zu helfen, zu trösten und zu ermutigen. Ganz wichtig. Vers 4, ich lese einfach weiter. Wer in unbekannten Rede oder Sprachen redet, stärkt seinen persönlichen Glaube. Wer aber in Gottes Auftrag prophetisch spricht, stärkt die ganze Gemeinde. Nun gehen wir nochmal zurück zu meiner Unterteilung. Wir haben Gottesdienst, wir haben Hauskreis und wir haben Privat. Was passiert, wenn ich in den Gottesdienst prophetisch rede? Ich helfe jemand. Ich baue jemand auf. Ich ermutige jemand. Was passiert, wenn ich das im Hauskreis tue? Da helfe ich jemand. Da stärke ich jemand. Da ermutige ich jemand. Nun, was passiert, wenn ich prophetisch rede in meinem Kämmerlein? Es ist kein Gegenüber. Es muss ein Gegenüber haben, damit ich das entfalten kann. Nun, was Gott manchmal tut, ist, er gibt uns irgendetwas in unser stillen Kämmerlein für jemand anders. Und da dürfen wir und sollen wir vielleicht was aufschreiben. Prüfen, Gott fragen, wann ist der richtige Zeitpunkt da, dieses jemand anders zu geben. Wichtig, wichtig, wichtig. Einfach weil du es empfangen hast, heißt noch lange nicht, dass der richtige Zeitpunkt da ist, um es weiterzugeben. Diese Lektion mussten viele Menschen bitter lernen. Einfach weil dir das Gott in diesem Moment gesagt hat, heißt es lange noch nicht, dass der andere Person bereit ist, in dem Moment es auch zu empfangen. Manchmal dauert es Stunden oder Wochen oder Tage oder Monate. Gott ist da nicht ganz so schnell wie wir manchmal. Manchmal dürfen wir wirklich warten. Vers 5, Paulus. Ich will schon, dass ihr alle in unbekannten Sprachen redet, also Zungenrede. Aber noch besser wäre, ihr könntet alle in Gottes Auftrag prophetisch sprechen. Das ist wichtiger, als in unbekannten Sprachen zu reden, es sei denn, das Gesprochene wird erklärt, damit die ganze Gemeinde einen Gewinn davon hat. Und jetzt kommt diese wichtige Bemerkung, es sei denn. Manche Menschen haben tatsächlich eine gewisse von Gott gegebene Gabe, eine prophetische Botschaft von Gott in unbekannten Sprachen zu übermitteln. Und andere Menschen haben tatsächlich diese Gabe, die Auslegung dafür zu bekommen. Eine von Gott geschenkte Botschaft hineingesprochen durch eine unbekannte Sprache, übersetzt in unsere jeweilige Sprache, was wir verstehen können. Warum geht Gott dieser Umweg? Ich weiß es nicht. Aber manchmal tut er das.
Manchmal hat er wirklich eine in Zungen, eine Message, eine Botschaft für uns. Und da bedarf es einer Auslegung. Eine Auslegung, damit wir als Gemeinde etwas davon haben. Ich fand es sehr interessant, wie einmal jemand vorne stand in einem großen Kongress, da waren wir gut 5000 Leute da zusammen. Und er kam nach vorne und hat dann da gesprochen, auf Englisch, es wurde übersetzt dann auf Deutsch die ganze Zeit. Und dann hat er gesagt, ein Moment. Und dann fing er an auf sein Dialekt, der kam aus Südamerika, dann zu sprechen, nicht Spanisch, sondern irgendein ganz merkwürdiger Dialekt. Kein Mensch im Saal hat es verstanden. Und er sagte, und, war das nicht toll? Und alle haben ihn angeschaut und sagten, nee, wir haben nichts verstanden. Er sagte, aber ich habe euch die wichtigste Botschaft erzählt, überhaupt habt ihr es nicht begriffen. Und wir haben alle gesagt, wir haben kein Wort verstanden. Er sagt, ja, so ist das, wenn jemand eine Zungenbotschaft hat, aber keine Auslegung. Wir begreifen es nicht. Der Segen Gottes geht verloren. Vielleicht schenkt Gott uns so eine Botschaft. Bittet darum, dass Gott eine Auslegung hat. Entweder selbst oder von jemand anders. Ich fand es immer damals, vor gut 20 Jahren in Mülheim, interessant, dass es nur 2, 3 ältere Damen damals diese Gabe noch praktizierten. Ich fand es auf einer Seite sehr schön, auf der anderen Seite war ich immer wieder ein bisschen skeptisch. Denn jede Woche, Woche für Woche, hatten die junge Dame irgendetwas Nettes zu sagen. Da muss man lernen, ein bisschen damit umzugehen. Ich wiederum schlage etwas vor. Wenn du ahnst, dass Gott dir in dieser Weise gebrauchen möchte, also ein Zungenbotschaft mit Auslegung für uns, übe erst einmal im Hauskreis. Was heißt üben? Üben heißt, hab einen geschützten Raum, wo du, Entschuldigung, wenn ich es so salopp sage, probieren darfst. Und deine Geschwister dürfen sagen, Mensch, das war wahrscheinlich von Gott oder ich weiß es nicht. Da ist es viel, viel besser, in einem geschützten Raum erst einmal diese kleine Gabe, was wir da haben, zu entfalten und zu lernen, damit umzugehen, als vor einer großen Gemeinde das dann zu tun. Ich bin ein großer Fan davon, in den kleinen Hauskreisen, Gaben, die Gott uns gegeben hat, erst einmal dort einzusetzen. Das können Gaben sein von Leitung, das können Gaben sein von Predigen, es können Gaben sein von Weisheit und Erkenntnis. Es muss nicht nur diese Gabe sein. Ich finde und ich bin stark davon überzeugt, dass ein guter Hauskreis ein guter Ort ist, um erst einmal zu üben. Ich sage immer wieder von meinen Menschen, die ich nach Fahle hinschicke, unser Altenheim dort, unsere gestandenen Christen, probier erstmal dort zu predigen. Die können erzählen, dass Johannes der Mutter war von Jesus. Die Geschwister dort kennen sich in der Bibel aus. Die werden nicht vom Glauben abfallen. Und dann kommen sie nachher hin und sagen, liebe Brüder, das war ganz nett, aber vielleicht nächstes Mal solltest du erwähnen, dass Johannes doch nicht die Mutter war von Jesus. Ja, woanders, wenn die hinkommen und noch nicht so befestigt sind und gut sind im Predigen, da können Leute zuhören und alles falsch verstehen. Und das ist wirklich ein Ort, wo ich sage, probier mal, übe mal, schau mal. Und viele Menschen, die ich habe, haben so 2, 3 Jahre dort gepredigt und nachher haben sie gesagt, das war richtig schön zu üben. Nachher woanders, dann haben sie wirklich besser predigen können. Und da haben sie mehr Sicherheit gehabt. Ein paar Leute haben gepredigt und haben gesagt, nee, bloß nie wieder. Lieber dort als woanders. Das ist für mich wie ein kleiner Hauskreis. Ein Ort, wo wir üben können. Geschützt, umgeben von Menschen, die uns lieben, tragen und respektieren. Ein Ort, wo wir Fehler machen dürfen und können. Ich lese weiter ab Vers 6. Stellt euch doch einmal vor, liebe Brüder und Schwestern, sagt Paulus. Ich komme zu euch und ich rede in einer Sprache, die niemand kennt. Davon hättet ihr gar nichts. Ich will euch lieber klar sagen,
was Gott mir offenbart hat. Ich möchte euch helfen, seinen Willen zu erkennen. Ich will in Gottes Auftrag prophetisch reden und euch unterweisen, unterrichten. Was ist unser Wunsch, wenn wir prophetisch reden? Was ist unser Wunsch, wenn wir in Zungen reden? Wollen wir sagen, guck mal, die Gabe habe ich und du aber noch nicht, dann ist die Liebe nicht da. Dann würde ich Liebe das gänzlich verbieten. Mach das in deinen kleinen Kämmerlein. Wenn du schon das unbedingt machen willst beim Gebet, dann mach es leise, nur für dich. Aber versuche nicht zu sagen, guck mal, ich hab's, ich bin toll. Da ist keine Liebe. Liebe muss diese Grundlage sein. Warum tun wir etwas? Vers 9 sagt, genau ist es auch beim Reden in unbekannten Sprachen. Wenn ihr unverständlich redet, wird euch niemand verstehen. Ihr redet nur in den Wind. Es gibt auf der Welt unzählige Sprachen und alle haben ihren Sinn. Wenn ich aber die Sprache eines anderen Menschen nicht kenne, können wir uns nicht verständigen. Zungenreden ist nicht für jemand anders. Zungenreden ist für mich und mein Papa im Himmel. Der Heilige Geist betet durch mich. Und das ist schön. Aber er betet nicht zu jemand anders. Ich finde es persönlich sehr, sehr schön, dass man hier in der Gemeinde Gebetszeiten noch im Lobpreis hat. Wo man laut und deutlich betet und dass man mitbeten kann. Dass man sagen kann im Herzen, ja, Amen. So ist es. So soll es werden. Das ist wichtig, dass wir es so tun. Es wird natürlich schwierig. Unsere Baptistengemeinde in Itzehoe, wir haben gut 200, 230 Leute jetzt mittlerweile. Und wenn man betet, das kann man nicht hören ohne Mikrofon. Und da wird es schon ein bisschen problematisch. Ich mache kleinere Gemeinden sowieso, wo man sich kennt und wo das dann so gehabt haben wird. Paulus sagt, Vers 12, so ist es auch mit euch. Wenn ihr euch schon so eifrig um die Gaben bemüht, die der Heilige Geist schenkt, dann setzt auch alles daran, dass die ganze Gemeinde etwas davon hat. Wenn wir unsere Gaben haben, wenn wir sie von Gott geschenkt bekommen haben, dann lass uns wirklich schauen, dass die Gemeinde was davon hat. Wenn wir prophetisch reden, für die Gemeinde. Manches soll und darf privat gegeben werden. Manches darf öffentlich sein. Wenn wir in Zungen reden, wo baut es die Gemeinde auf? Nur da, wo es eine Auslegung gibt. Dann tu das bitte mit Auslegung. Vers 13. Wer also in einer unbekannten Sprache redet, der soll den Herrn darum bitten, dass er sie auch auslegen kann. Denn wenn ich in solchen Sprachen aus meinem Innersten heraus zu Gott bete, verstehe ich nicht, was ich rede. Nun, wie verhalte ich mich richtig? Ich will beten, dass Gottes Geist mir eingibt, aber ich will beim Beten auch meinem Verstand gebrauchen. Ich will Loblieder singen, die Gottes Geist mir schenkt, aber ebenso will ich beim Singen meinen Verstand einsetzen. Wenn du Gott nur in unbekannten Sprachen anbetest, die seinen Geist dir gibt, wie soll jemand, der diese Sprache nicht versteht, dein Gebet mit einem Amen bekräftigen? Er weiß doch gar nicht, was du gesagt hast. Da kann dein Gebet noch so gut und so schön sein. Dem anderen nützt es überhaupt nichts. Gottesdienst. Da wünsche ich mir, dass wir leise im Zungen beten. Nicht für andere, für Gott. Ich wünsche mir im Hauskreis, dass wir
manchmal sogar laut im Gebet sprechen, im Zungen, damit anderen auch das sehen, erleben und wo wir auch für und miteinander beten können. Einen geschützten Raum, wo nicht Ungläubige reinkommen werden und sagen, was war nun das? Ich wünsche mir, dass wir zu Hause in Zungen beten, dass wir offen sind dafür, dass Gott uns gebraucht, wo wir mit dem Geist beten, aber auch mit dem Verstand. Ich wünsche mir, dass wir Gott Lieder singen, mit unserem Verstand wie auch mit seinem Geist. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir neu Menschen, Frauen, Männer hätten, die Psalmen ganz neu singen können. Die Melodien sind über die Tausende von Jahren verloren gegangen. Warum schenkt Gott nicht Menschen, die neu singen können, neue Psalmen haben können, zu seiner Ehre? Ich finde es total schön, dass wir Albert Frey haben. Ich finde es total schön, dass wir Hanne Kopfmann haben und zwei oder drei andere wirklich begnadigten Musiker in Deutschland. Aber warum haben wir nicht noch mehr? Noch mehr Menschen, die Lieder schreiben, wo wir davon profitieren, von das, was Gott gibt. Paulus sagt auf Vers 18, ich bin Gott dankbar, dass ich in unbekannten Sprachen reden kann. Und er sagt zwar mehr als ihr alle, in der Gemeinde aber will ich lieber 5 Worte mit Vernunft reden, damit ich die Zuhörer unterweisen kann, als 10.000 Worte in einer Sprache, die keiner versteht. Das sollte es deutlich machen, was Paulus hier sagt. Vers 20, liebe Brüder und Schwestern, seid, was euer Vernunft betrifft, doch nicht wie kleine Kinder, die nichts verstehen, was man ihnen erklärt. Mein theologischer Hintergrund ist bei den Pfingstlern, BFP. Ich habe sehr viele verschiedene freien Christengemeinden gesehen, Volksmissionsgemeinden, ich habe sehr viele verschiedene Gemeinden in diesem ganzen Bund miterlebt. Manchmal muss ich ehrlich sagen, ich habe gedacht, die haben ihr Gehirn ausgeschaltet. Nicht überall, nicht immer, aber ein paar Mal habe ich echt gedacht, wo bin ich nun? Was soll das? Also ich habe echt Probleme damit gehabt. Und da habe ich immer wieder daran gedacht, Paulus sagt, schalte euer Vernunft nicht aus. Also ein Glaubensschritt, allemal. Wo ich nicht sehen kann, wo es landet, auch allemal. Aber einiges davon muss ich sagen, Herr, da sage ich vielleicht, Mensch, das ist doch ein bisschen zu sehr her. Also noch einmal, göttlich, menschlich, teuflisch. Nicht alles, was ich nicht gut heiße, ist automatisch teuflisch. Und ich bin sehr, sehr, sehr vorsichtig mit diesem Begriff zu sagen, das ist nicht Gottes Geist, sondern damit ist automatisch Satans Geist im Werk. Nö, das kann ganz genauso auch mein Vernunft, der im Wege ist. Ganz genau, das ist menschlich, ganz normal. Ich habe auch einen Willen und ich kann entscheiden, etwas zu tun oder nicht zu tun. Und da ist es wichtig, dass wir auch prüfen und ein bisschen überlegen. Paulus sagt, im Bösen, da sollt ihr unerfahren sein wie Kinder. In eurer Vernunft aber sollt ihr reife, erwachsene Menschen sein. Reife, erwachsene Menschen. Nun, Paulus sagt das Beispiel, stellt euch vor, die Gemeinde versammelt sich. Und jeder redet in einer anderen, unbekannten Sprache. Nun kommt jemand dazu, der das nicht kennt, der noch kein Christ ist. Wird er denn nicht sagen, ihr seid alle verrückt? Stell mal vor, wenn ihr dagegen alle in verständliche Worten prophetisch redet und ein Ungläubiger oder Fremde dazukommt, wird ihm das nicht alles, was er sagt, ihn von seiner Schuld überzeugen und in seinem Gewissen treffen? Was er bis dahin sich selbst nie eingestanden hat,
wird ihm jetzt plötzlich klar. Er wird auf die Knie fallen, Gott anbeten und bekennen: Gott ist wirklich mitten unter euch. Wäre das nicht schön, dass Gott wirklich so wirken könnte, dass er wirklich so wirkt unter uns, dass wir prophetisch von Gott etwas wissen und das weitergeben. Und jemand so im Herzen da überführt wird, dass er sagt: Ja, Herr, hier glaube ich. Nun, bisher habe ich meine gesamte Zeit damit verbracht, mit Prophetie, mit Zungen und zum Reden mit Auswählung. Ich möchte es die letzten 3 Minuten mehr oder weniger damit verbringen, mit diesem Thema Krankenheilung. Ich habe auch einen Wunsch. Gott, ich wünsche mir, dass du mehr Krankenheilung schenkst. Punkt. Ich wünsche, dass es mehr passiert in unseren Gottesdiensten, dass wir Raum dafür haben, dass wir überhaupt das erwarten. Jedes Mal, wenn ich Abendmahl austeile, erwarte ich, dass Gott etwas tut. Ich erwarte, dass Gott die Menschen in dem Moment ein bisschen berührt. Vielleicht sehr viel bisschen oder nur ein kleines bisschen. Aber irgendwie ein bisschen in dem Moment berührt. Ich erwarte, dass wenn wir im Hauskreis zusammenkommen und füreinander beten, dass wir hören nächste Woche: Guck mal, da hat Gott was bewirkt. Wir haben in unserem Hauskreis, macht meine Frau, sie schreibt alles auf. Und nächste Woche hat sie ihr Buch, holt sie heraus und fragt: Mensch, letzte Woche haben wir für deine Oma gebetet, oder letzte Woche haben wir für dich gebetet, oder letzte Woche haben wir dafür gebetet. Obwohl wir das schon seit Jahren so machen, fast jede Woche kommt: Ah, ja, stimmt, oh, hat sich schon längst erledigt, danke. Es hat sich schon längst erledigt, oh ja, stimmt, wir haben dafür gebetet. Oh, Zusammenhang, ja, Gott, ja. Gott wirkt, er möchte wirken, er möchte wirklich Heilung schenken. Und er möchte auch, dass wir auch privat beten, privat füreinander, privat für uns selbst beten. Herr, wirke du Heilung. Vielleicht wird Gott sagen: Mensch, da musst du was ändern. Herr, mein Blutdruck ist so hoch. Herr, schenke du ein Wunder. Vielleicht sagt der Herr: Ja, schenke du eine Nahrungsveränderung oder eine Stressveränderung erst einmal. Das kann genauso sein. Nicht alles wird Gott sofort heilen, wie wir es wollen. Ich habe Neurodermitis und seitdem ich das habe, also seitdem ich Kind bin, bete ich immer wieder für mich und lasse für mich beten. Und trotzdem habe ich es immer noch. Manchmal mehr, manchmal weniger. Gott hat es noch nicht geheilt, aber ich bleibe dran. Ich gebe noch nicht auf. Gott wird was da tun. Mein Wunsch ist es nur, dass Gott es mehr tut. Wir erleben es so selten, so wenig. Aber ich glaube nicht wirklich, dass es an Gott liegt. Gott möchte heilen. Ich würde so gerne mehr und mehr erleben, dass diese Barrieren, die wir manchmal selbst aufstellen, dass wir erleben, wie sie abgebrochen, niedergerissen werden. Ich würde mir wünschen, dass das, wo Gott schon wirkt, dass wir es erkennen und erlauben, dass Gott so wirkt. Und das kann in Kleinigkeiten sein. Ich beende mit einer Geschichte, die ich schon, es ist 20 Jahre her, wo ich diese Geschichte gehört habe. Eine Mitarbeiter von Jugend in der Mission war damals in Mülheim an der Ruhr in der Gemeinde. Ich war damals noch nicht mal 20, war 22, muss sein, ich war damals 20, so das ist 22 Jahre her, oh nein. Gut. Und er erzählte von seiner kleinen Tochter und wie diese kleine Tochter weit über 40 Grad Fieber hatte. Da waren die auf dem Missionsfeld, kein Arzt in der Nähe, es ging nicht, man konnte nicht zum Krankenhaus hinfahren, das sind 200 Kilometer entfernt, das sind mehrere Stunden durch die Nacht, war einfach nicht möglich. Und er hat gesagt: Okay, Jesus, mein Glaube reicht noch nicht dafür für 38 Grad, aber mein Glaube reicht dafür für 40,2. Ich bitte wirklich, dass du in der nächsten Stunde das erlebst, dass meine Tochter auf 40,2 kommt. Eine Stunde später, 40,2. Danke, Jesus. Okay,
39,8. Ja, ich bin für 39,8. Und siehe da, 39,8. Und bis am Morgen, das ist wieder auf normal 39 Grad. Ja? Also, und das war, wo er sagte, ich habe nicht so viel Glaube für alles gehabt, aber für ein bisschen. Und manchmal dürfen wir auch für Heilungen beten, die so fortschreitend sind. Ich habe einmal einen Freund von mir erklärt, der Pfingstler ist, und ich bin von den Mühlheimern, die Gemäßigten, und wir haben darüber gesprochen, wie wir Gottes Wirken zu erklären. Er sagte, ich erwarte, dass Gott sofort Menschen vom Rollstuhlen aufspringen lässt, dass Blinden sofort sehen und dass Menschen, die taub sind, sofort hören. Dass das geschieht in meinem Gottesdienst. Ich sage, toll, würde ich mir auch wünschen, aber ehrlich gesagt, ich bete dafür, dass die Leute ein bisschen besser und dass sie ein bisschen mehr besser werden und ein bisschen mehr. Vielleicht die Leute, die nicht sehen können, vielleicht, dass sie erst einmal Schatten erkennen. Und dann bete ich gerne noch einmal, dass sie wirklich Farben erkennen. Und dann bete ich wirklich noch einmal dafür, dass sie wirklich sehen können. Und immer wieder. Jesus hat kein Schema F gehabt. Manchmal spuckte er, manchmal hat er direkt genommen, manchmal hat er gesagt, geh hinfort, zeig euch die Priester. Er hat immer wieder anders geheilt. Und das ist das Gute. Gott wird heilen. Aber auf seinen Zeitplan, zu seinem Zeitpunkt. Und wir dürfen bitten, dass Gott vielleicht ein bisschen mehr was tut. Nun, ich lasse mich gerne überraschen. Gott, es darf gerne jemand, der im Rollstuhl sitzt, sofort aufspringen. Aber vielleicht wäre es erst einmal 3 Schritte dran bei Reha. Das wäre erstmal für diese Person ein Wunder. Und dafür bin ich erst einmal mit meinem Glauben, der klein ist, bereit zu beten. Zusammengefasst, wie viel Glaube hast du für deine Krankenheilungen? Wenn nicht für alles, dann für Kleines. Aber warte, dass Gott was tut. Wie ist es mit deinem Zungengesang, deinem Zungenrede? Bringt das was im Gottesdienst? Wenn Fremde dazukommen, sage ich nein. Wenn ihr unter euch seid, fühlt euch frei. Ob es zu Hause ist, im Hauskreis oder sogar bei einer besonderen Veranstaltung nur für euch. Wie ist es mit Prophetie? Strebt danach. Bitte Gott, dass das mehr wird und dass man das auch übt und praktiziert. Und vielleicht, wenn es ein paar Leute gibt, die prophetisch begabt sind, tut euch zusammen. Tut euch zusammen, lernt voneinander. Prüft einander. Und gebt das weiter, was Gott euch gegeben hat, in Liebe und Demut. Denn Liebe muss der Basis sein für allem, was wir tun. Jesus, danke. Danke für diese Gemeinde und danke, dass du viel einfach hineinlegst. Gebrauche du, Herr, vielleicht 1, 2 Sätze von heute, um uns zu helfen, voranzukommen, um dir ähnlich zu werden, um das zu sein, was du möchtest.